So, Freunde, da bin ich wieder, Kloppihain, mit der dritten Folge von Let's Play The Legend of Zelda. Wir sehen, sind wir gerade frisch aus unserem Kokiri-Dorf raus und es geht schon unter. Ich habe gesehen, das letzte Mal, ziemlich war meine Stimme, ich hoffe mal, es ist besser. Ich habe den Ton ein bisschen leiser gemacht und hoffe, man versteht es jetzt ein bisschen besser, was ich zu sagen habe. Ja, dann legen wir auch schon mal los. Rennen wir einfach mal den Gang hier lang. Da kommen wir schon die gefährlichen. Alter. Die lange Beine, Alter. Scheiße, diese Steuerung. Lacht mich aus, lacht mich aus. Gar keine Chance. Scheiß Hunde. So, Mr. Eule ist auch schon da. Sei willkommen. Bist du bereit, Kloppy? Es scheint, dass nun die Zeit gekommen ist, da dein Abenteuer beginnen soll. Das, was hinter dir liegt, war ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was dich nun erwartet. Doch sei tapfer und verliere nie den Mut. Folgst du diesem Weg, so gelangst du zu dem Schloss von der Jule. Dort sei es dir bestimmt, die Prinzessin zu treffen. Weißt du ab von dem Pfad? Und wandelst auf unbekannten Wegen, so nutze deine Karte. Die Orte, die du bereits erforscht hast, mögen wie von Geisterhand in deine Karte gezeichnet werden. Drücke Start, um ins Menü zu gelangen, Z oder R, um den Kartenbildschirm einzusehen zu können. Auf dem Kartenbildschirm findest du außerdem einen Hinweis, welchen Ort du als nächstes aufsuchen solltest. Hast du alles verstanden? Nein! Sicher, ja, ist verstanden. So sei's. Setze deinen Weg nun fort. Wir sehen uns wieder. Oh, diese Musik schmerzt. Das Schloss müsste allerdings jetzt versperrt sein, da es dunkel ist. Und natürlich keine Zombies im Schlossgelände haben wollen. Von daher würde ich sagen, laufen wir trotzdem mal hin. Gucken, ob es heller wird. Bis dahin. Gibt's doch keine Uhr oder sowas, ne? Schon nervig. Ich glaube, bei Majora's Mask gab es immer eine kleine Uhr, die anzeigt, wie spät es ist. Guck mal, wir können einfach den Baum rammen. Gucken, was kommt. Nichts, außer zwei dumme Zombies wieder. Ach, da ist die nächste Eule. Na, gehen wir mal hin. Gucken, was mit voll lauert wieder. Zack. So, an sich eigentlich alles gleich aus. Mit Texturen hier. Vom Boden. Nein, nein. Der Spaß ist wichtig. So, sei willkommen, Kloppy. Halte ein, mein Freund. Du befindest dich vor den Toren Kakarikos. Kakarikos. Hast du die Prinzessin bald besucht? Wenn nicht, so rate ich dir, sie auch zu suchen. Muss ich meine Worte wiederholen? Nein. Nur du hast die Macht, den Lauf des Schicksals zu ändern. Das ist aber schön. So viel Vertrauen hat er mich gesetzt. Dann werde ich wohl erstmal den Baum ran. Yes, Jackpot. Und hört das Geräusch im Hintergrund? Da wird auch schon die Brücke runtergelassen. Nur für uns. Damit wir die Prinzessin besuchen können. Ja, übrigens, Kakariko. Dann geht's dann zur zweiten Welt, zu den Gorgonen? Keine Ahnung. Werden wir nachher sehen, wie es heißt. Kleine Abkürzung. Yes. Da sehen wir schon die schöne Stadt ein. Macht doch gleich Lust auf ein Meer. So. Was haben wir denn hier so? Das Markt. Hier ist der Postmann, glaube ich. Den müssen, oder irgendwie sowas, dann müssen wir irgendwann später mal eine Maske geben. Dann haben wir da durch Katschi schießen. Getränke mal. Dann hätten wir zur Kirche. Hier ist ein Maskenladen. Guck ich gleich mal rein. Hier vorne sehen wir auch schon das Mädchen von der Lohnfarm, glaube ich, hieß sie. So, Maskenladen. Maskenhändler. Was, Maskenleihen verkaufen? Wir leihen sie nur.
Sehr gut. Jupp. Jupp. Maske ändern. Aber das ist deine Maske ändern. Warum nicht? Was haben wir hier noch? Das mal. Da ist Bogenschießen nochmal. Hier ist so eine Bowlingbahn mit diesen komischen Bienen. Und ein Bettler. Naja. Erstmal zur Prinzessin. Wie uns gesagt wurde. Und das wunderschöne Schloss. Für Jule. Und die dumme Vogel. Der dumme Vogel ist schon wieder da. Dann jetzt schmerzt er. Kloppi hier entlang. Alter, bricht es Genick nicht durch. Die von Pörsten befindet sich im Schloss. Doch hüte dich vor den Wachen. Die dürfen dich nicht sehen. Wisse, hier auf diesem Grund nimmt die Zeit ihren Geboten auf. Besuchst du jedoch eine Stadt oder den Ranch, steht die Zeit still. Wenn du möchtest, dass die Tageszeit sich ändert, musst du die Stadt verlassen und zu späterer Stunde wiederkehren. Geh nun und hüte dich vor den Wachen. Muss ich meine Worte wiederholen? Nein, ich glaube nicht. Du scheinst die Gabe der Weisheit zu besitzen. Viel Glück. Ja, lassen wir es mal so stehen, ob das was mit Weisheit zu tun hat, wenn ich ihn verstanden habe oder nicht. Ich glaube, hier gab es das tolles Magie gehabt. Genau. Da haben wir noch so krank. Sieht schon offen, ne? Grafikfehler. Da kommen wir nämlich nicht durch. Das heißt, wenn man den tollen Geheimpfad hier nehmen. So, die Dinger sagen uns die Zeit an. Und zwar 11.19 Uhr. Erzählt man sich natürlich mal, ne? So, Da sind Wache. Da hinten den Stein übersehen. Da ist eine Fee drin, ne? Aber den Stein bekommen wir erst weg, wenn wir die Bomben haben. Schleich muss man jetzt zwischen die Wachen. So, uns sieht natürlich keiner, weil wir so perfekt an die Umgebung angepasst sind. Unser grün. Musst du. Und auch nicht irgendwie rumschreien, dass es jemand hören könnte. Nein. Wir sind einfach eiskalte Killer. So, guck mal, 1.11 und 11.19 Uhr war es, weil. Gucken wir, wie Zeit wir verschwenden haben. Alter. Hab ich da mal 20 Stunden gebraucht, um meine Aktion anzuschauen. Zack. Also, Mist. Ich glaube, sie liegt jetzt im Fettsack rum. So. Nächstes Secret. Zack. Doch nicht Herzen, glaube ich. Ah, jetzt pennt er da rum. Scheiße. Ach so, das stimmt. Flasche, muss mich beeilen. Ach, Kacke. Ich hätte mal die schöne nette Name von der Lohnumfahrt mal drehen sollen. Denn hier gibt es, glaube ich, ein Huhn oder sowas. Oder ein Ei. So. Schnell gefangen nehmen. Ach, sehr gut. Mensch. Dieses Timing. Da sinkt sie nämlich jetzt schon. Wow, deine Kleidung. Wo trägt man denn sowas? Du scheinst nicht von hier zu sein, oder? Woher kommst du? Oh, du bist ein Feenjunge aus dem Wald. Ich bin Mardon. Mein Vater gehört die Lohnlohnfarm. Vater ist zum Schloss gegangen, um dort Milch abzuliefern. Doch bisher kam er nicht zurück. Gehst du zufällig auch zum Schloss? Wenn ja, tust du mir einen Gefallen. Würdest du dort meinen Vater für mich suchen? Sicher ist er eingeschlafen und macht wieder irgendwo ein Nickerchen. Es ist immer das gleiche mit ihm. Ach, wenn du ihn suchst, nimm dieses hier an dich. Bewahre es warm und sorgsam auf. Du wirst es gebrauchen können. Zack, das Huhn.
ein seltsames Ei. Mensch. Das schlüpft natürlich erst, wenn wir... Wenn es morgen wird wieder. Lege das Ei auf C, um es einsetzen. Kein Wachsen, das ist mein Vater ganz schön anstrengend. Schnuckel. Ich denke mal. So, jetzt gehen wir kurz in die Stadt zurück. Denn da gibt es noch ein paar Missionen zu erledigen. Und zwar... Köter, komm her. Nein. Nein. Hier, der mag mich doch. Ey, bin doch auf. Oh, man kann den doch anheben. Hier war irgendwo eine Frau, nämlich, die ihren Hund vermisst. Was haben wir hier? Tonbatterie. Öffne eine Truhe und voila. Für den Schlüssel hast du den nächsten Raum betreten. Links oder rechts? Probier es aus. 10 Rubine pro Spiel. Na, sicher machen wir nicht. So. In den nächsten Raum. Wähle dort eine neue Schatzkiste aus. Alter. Ach, der unterhört mich so. Komm mit. Was habt ihr? Links oder rechts? Nach rechts. Jackpot, Alter. 50-50. Ist gespannt. Links oder rechts? Nimm rechts. Ach man. Dumm gelaufen. Gib mir den Schlüssel. Gib mir den Schlüssel. Dieser Spaß war noch 10 Euro. 10 Rubine locker wert. Penner. So, Wuffy ist auch wieder da. Komm mit. So, Seitenstraße hier. Nee. Hier aber. Ist der Hund weg? Oh, nö. Ist der Hund schon hin? Schnuffi, Schnuffi. Gerade für neuen Hund. Du, mitkommen. Ab zu dem dicken, dicken, fetten Weibchen. So. Ah, das ist nicht mein Hundi. Wie kann ich denn mein Liebling mit einer so Zeckenmatte verwechseln? Tschüss, Zeckenmatte. Ich hab gewusst, dass es falsch war. Aber wir haben ja Zeit. So viele gibt's ja nicht mehr. Mohaha. Ich glaube, der Helle war es, der da hinten. Komm schon. Du. Mitkomm. Muss ich entschuldigen. Was husten? Reizhusten? Macht sich natürlich nicht so gut. Vor allem im ersten Let's Play. So. Yes. Richard. Da ist ja mein kleiner Richie wieder. Vielen Dank. Bitte nimm dies als Belohnung an dich. Mein Herzcontainer. Bäm. Herzteil natürlich nur. Braucht man hier 4 Stück von. Um wieder ein weiteres Leben, ein Herz oben zu bekommen. Aber ist ja schon mal ein guter Anfang. Ach ja, nochmal Köder rum. Ist ja anstrengend. Oh. Oh. Ich hab's hier gesehen. Einmal nichts, doch. Super. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie scheinen die Hunde die Nacht zu mögen. Komisch, oder? Den Fall. Frag auch mal warum. Hauptsache zerstörst du deine Sachen hier. Stört dich nicht, oder? Stört dich das? Quatsch. Lass dich nicht stören. Das ist doch.
Ja, mach ich immer so. Ich gehe auch öfter mal zum Kumpel, da stelle seine Sachen. In diesem Sinne nochmal kurz ein großer Martin. Ich zerstöre keine Sachen. Bin ja der Zerstörer hier. So. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis es endlich hell wird und das Hühnchen schlüpft. Wir rüsten am besten schon mal aus. Und zwar da. Hier sehen wir jetzt die Karte. Wichtige Orte, die wir noch besuchen sollten, sind die Lohn-Lohn-Farm und der Marktplatz. Ja, die Folgen, Let's Play-Folgen sind jetzt alle so im Schnitt 20 Minuten lang. Die letzte habe ich leider ein bisschen überzogen. Hab gerade auf die Zeit geachtet. Aber auch nicht so schlimm. Dann geht die Folge einfach eine halbe Stunde. Stört jetzt auch keinen so weit. So. Sehr schön hier lang gelatscht. Tricky, tricky. Hopp, ich höre mich nicht. Ihr hört mich auch nicht. Hopp, hopp. Ach, so sind das alles. So. Ich glaube, da wo Schmetterlinge fliegen, war auch noch was gewesen. Ich glaube, da kann man mal das Coolied spielen. Später. Coolied. Oder ein Lochlied. Irgendwie sowas. Das Regenlied, glaube ich. Da wurden nämlich immer dann Löcher in den Boden. Ah, ja. Dann erschienen nämlich Löcher im Boden, mit dem man dann entspringen kann. Und unten ist eine Kuh, da kann man sich Milch nachholen, wenn man eine Flasche hat und sowas. So, jetzt haben wir uns also oben rechts unser Eis geschlüpft. Jetzt ist es morgen. Und jetzt wecken wir ihn einfach mal auf. Kikeriki. What the fuck? Kann man denn nicht einmal für eine Sekunde die Augen zumachen? Ja, auf die Uhr, Dicker. Hallo, wer bist du denn? Also, ich bin Talon, Besitzer der Lohn-Lohn-Farm. Ich war auf dem Weg zum Schloss, um frische Milch zu liefern. Als ich mich kurz ausruhen wollte, muss ich vorher geschlafen sein. What? Martin sucht nach mir? Da bekomme ich wieder gehörig Ärger. Ich hatte jedoch versprochen. Oh, weia, das läuft nicht gut. Nein, nein. Lauf, Schnappe, lauf. Ich habe wieder Schläge zu Hause. Früher habe ich mal gedacht, hier kann man reingehen irgendwie. Ich bin echt nicht weitergekommen. Weil ich das mit dem Huhn nicht wusste. Inzwischen habe ich dieses Spiel schon so oft gespielt. Ich kenne schon auswendig. Manche Stellen zumindest. Nicht alle, aber manche. Später wird es ein bisschen kritisch. Wenn wir denn das Illusionslevel kommen. In diesem Geistertempel, glaube ich. Am wenigsten mag ich ja das zweite Level. Das erste Level, wenn man groß ist. Ich echt gar nicht drauf. Aber dann wissen wir jetzt durch. So, einmal, zweimal, dreimal drücken. Das ist langwierig. So. Und schieb. Und schieb. Und schieb. Und schieb. Und schieb. Schieb, 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 schieb. Düdeldüdün. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt nur noch raufklettern. Und durch. Krieg ich mir mal ganz heimlich ins Schloss. Für Jule rein. Ah. Genau, hier kann man jetzt gar nicht die Kamerawinkel ändern. So, egal. Das war's erstmal jetzt mit der nächsten Folge. Let's Play The Legend of Zelda. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das Mikrofon, hoffe ich, ist ein bisschen lauter gewesen, beziehungsweise der Ton leiser. Ja.
Lappen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, euch nächstes Mal wiederzusehen. In diesem Sinne, ciao, ciao.